Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News. Wir gucken jetzt erstmal hier ganz normal in die News rein. Da haben wir die Heavy AR nach wie vor. Die. Eins, zwei, jetzt fällt mir gerade auf, ich muss hier noch schnell den Lautsprecher da reinklatschen. Weil sonst hört ihr nichts. Und? Was hören? Bis jetzt noch nicht. So, dann gehen wir wieder zurück in die Lobby und gehen jetzt mal. Ja, klar, ich werde jetzt auch gleich auf den Item Shop klicken können, Mann, du. Was ist denn hier los, du? Also gehen wir auf den Item Shop. Und irgendwie ist, glaube ich, der Sound tatsächlich nicht da. Mal gucken. Ist der Sound? Mal ganz kurz den Sound raus und den Sound wieder rein. Dann gucken wir mal. Ist jetzt der Sound da? Jetzt hören wir auch was. So, also jetzt sind wir hier im Musha. Und ja, der Musha ist back. Und was soll ich dazu sagen? Ist dieser Samurai-Skin. Ah, ist jetzt nicht der Oberburner, das ist einfach nicht unser Style, ja, aber sieht auch nicht so miserabel aus. Also ist irgendwo so mittendrin. Dem Ding gebe ich 6 von 10. Gucken wir mal. Wie sieht's denn aus beim Muja? Ja, habe ich mir fast gedacht. So, also 3,18 von 5 bei 33 Votes. Das erste Mal am 24. August 2018 drin gewesen. Der Musha 41 Reminders. So, als nächstes haben wir hier die Heim. Es ist ein kleines Häschen-Ding, Näschen. Ein Häschen-Näschen. Hä? So wie das aussieht, hat so ein Häschen-Näschen. Oder ist es ein Kätzchen-Näschen? Ich weiß es nicht, was es ist. Auf jeden Fall spricht es mich jetzt auch nicht so wirklich an. Und dem Ding gebe ich auch 5 von 10. Und dann schauen wir mal, wie sieht's denn aus beim Heim? 3,86 von 5. Bei 57 Votes, 24. August 2018. So, haben wir Cat's Claw. Ja. Ist ganz nice. 7 von 10. Und hören wir uns das Ding mal an. 7 von 10. Und Cat's Claw hat 3,67 von 5 bei 12 Votes am 24. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir hier den Perfect. It's a Cat's Meow. Part of the Bushido Set. So, dann gucken wir mal in den Perfect rein. Und, also ich finde den nicht schön. Ich finde den ziemlich miserabel, muss ich sagen. Es ist halt wieder so ein Standardgleiter, dann halt in Blau gehalten, ja. Und von mir kriegt das Ding tatsächlich nur 2 von 10. Und da haben wir 4,4 bei, also von 5 bei 5 Votes. 24. August 2018, das erste Mal drin gewesen. Naja. Wie viele Reminders wurden da überhaupt gesetzt? Lass mal schauen. 3 Reminders. Okay. Also, sagt, glaube ich, schon alles. Dann sind wir hier im nächsten Set. Haben wir hier den Forerunner. Und der Forerunner ist eigentlich ein relativ interessanter Gleiter, würde ich sagen. Und das Ding, ja, Forerunner gebe ich in dem auch wieder 7 von 10. Dann haben wir hier 3,5 von 5 bei 4 Votes, 13 Reminders gesetzt am 29. Juni 2018 das erste Mal drin. Also auch jetzt nicht so hammer an, gut angekommen. Haben wir hier den Vertex. Sieht ein bisschen aus, als wäre er aus Star Wars entsprungen. Ja,
Könnte mit C3PO zusammen abhängen hier. Er sieht schon, ich finde, er sieht schon interessant aus. Finde ihn ganz, ja. Ich gebe dem Ding 7 von 10, dem Vertex. Und jo, 2,96 von 5 bei 27 Votes, 47 Reminders, 29. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. So, und dann haben wir noch diese Razer Edge Sichel. Oh, guck mal da, diese kleinen Blitze da. Okay. Die Effekte sind schon echt nice und deswegen gebe ich dem Razer Edge immerhin 8 von 10. Ist eigentlich ganz cool, das Ding. 4 von 5 bei 2 Votes. Am 29. Juni 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 14 Reminders gesetzt. So. Und den hatten wir schon. Der Effekt ist eigentlich ganz nice. Ja, gut, zum Battle Pass brauchen wir nichts zu sagen. Jetzt sind wir hier beim Smooth Moves. Und dann schauen wir uns das Ding mal des ganzen Spiels und das Ding kriegt definitiv eine 10 von 10 von mir. Das ist wirklich nice. Der Smooth Moves. So, wie schaut's denn aus beim Smooth Moves? Wie gut kommt er bei euch an? 4,67 von 5 bei 15 Votes, 295 Reminders. 1. Oktober und das 1. Oktober 2018 ist er das erste Mal rausgekommen. Das Ding, das ist schon echt gut angekommen. So, der Smooth Moves. Geil. Dann haben wir hier den Make It Rain. Ja, und der Make It Rain ist ein richtig cooler Emote, 8 von 10. Lass mal schauen. Make It Rain, 4,25 von 5 bei 4 Votes. 6. März 2018, das ist mal drin gewesen, 20 Reminders. So, dann haben wir die Batsicle. Der coole Baseballschläger mit der Sichel oben drin. Und ich finde das Ding echt ganz interessant. So, die Batsicle kriegt von mir 7 von 10. So, die Batsicle hat hier 3,22 von 5 bei 27 Votes. 82 Reminders, immerhin 12. November 2017 das erste Mal drin gewesen. So, und dann kommt als last but not least der Scorpion, der eigentlich ja für Paradise Fans ganz gut ist. Muss ich echt sagen. Also da würde der definitiv
Also zum Tarnen ist er cool. Yep. Paradise Skin nenne ich den lieber. Der Scorpion. Und dem gebe ich alleine wegen eben diesem Umstand 7 von 10. Und jetzt schauen wir mal, wie sind denn da eure Be Alter, 4,66 von 5 bei 29 Votes. 99 Reminders gesetzt. 28. August 2018, das erste Mal drin gewesen. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Anime. Ach, Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss!